الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister im Islam. Heute besuchen wir den Bruder Abdel Qadir hier in Viersen und wir erzählen euch mal, was wir heute hier machen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wir von Ansar Düsseldorf haben ja unter unseren neuen Projekten auch das Projekt Wiederbelebung einiger vergessener Sunnan. Und Alhamdulillah kommen dazu auch aus Gesamtdeutschland, Schweiz und Österreich zu uns Spenden an. Dieses Projekt hat eigentlich den Sinn, dass wir nicht nur im Gebet Fuß an Fuß sind und unsere Reihen geschlossen halten, sondern auch im Leben neben dem Gebet. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn des Islam. Das ist eigentlich auch das Schöne in unserer Geschwisterlichkeit. Und Alhamdulillah, heute besuchen wir unseren Bruder Abdel Qadir, unseren ehrenwerten Bruder, den wir sehr für Allah subhanahu wa ta'ala lieben und auch vorher schon kannten. Und ja, liebe Geschwister, wie ihr wisst, wenn man einen Kranken besucht, dann machen 70.000 Engel Dua für dich, subhanallah. Und das sollte uns allen schon genug Motivation sein. Und der Bruder Abdel Qadir, wir können ihm heute diesen schönen Laptop überreichen, Alhamdulillah, der mit Spendengeld finanziert wurde, besser gesagt genau, von einem Bruder, der uns vor kurzer Zeit anschrieb und gefragt hat, nehmt ihr auch Zakat entgegen und für was wird die Zakat verwendet? Und wir haben ihm zurückgeschrieben, Zakat wird bei uns immer für dieses Projekt Wiederbelebung einiger Sunnan verwendet, was ja auch eine schöne Sache ist, weil diese Zakat dann halt auch in der Nähe bleibt, so wie es auch Sinn und Zweck ist. Und Alhamdulillah, wir konnten diesen schönen Laptop holen. Masha'Allah, der geht sogar direkt an. Damit Allah unser geliebter Bruder dann also auch mit uns in Kontakt bleiben kann, falls wir mal nicht direkt hier sind. Und damit er natürlich auch die Verbindung zur Außenwelt besser halten kann. Abgesehen vom Fernsehen, wo ja sowieso nur Quatsch und sowieso nur Schwachsinn kommt. Im Internet findet man wenigstens schöne islamische Dinge, wenn man es richtig benutzt. Und unser Bruder ist natürlich ein ehrenwerter Bruder, der diese Sachen natürlich dann auch treffend anwenden kann. Und Alhamdulillah, wir freuen uns sehr, diesem Bruder diesen Laptop zu überreichen. Und ja, ich möchte, vielleicht möchte der Bruder selber etwas sagen, zum Beispiel sich, wie findest du das, dass die Leute bei uns Zakat abgeben und man dann also den Geschwistern in den eigenen Reihen auch helfen kann? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an alle Brüder und Schwestern auf dieser Erde, die den Islam lieben und die Sunna des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam folgen. Lieber Bruder, Allah möge dich für deine Spende, möge er dich reichlich belohnen und dir vielen Sadaqa geben. Amen. Und vor allen Dingen, dass wir jetzt in Verbindung bleiben können mit dieser Hilfsorganisation. Ich sitze nun seit einem Jahr im Rollstuhl und erlebe tagtäglich, wie ich als Behinderter von dem deutschen Staat meine Rechte teilweise beraubt werden. Hier in Viersen haben wir noch guten Rechtsberatung für die Behinderten, aber die Muslime hier vergessen, dass hier ein Kranker ist, der auch mal Hilfe braucht. Ich bin seit einem Jahr lebe ich alleine, weil ich geschieden bin von meiner islamischen Frau, die selber krank geworden ist. Und so kann ich besser an die Außenwelt treten. Und ich weiß nicht, wer meinen Computer, meinen Rechner mit einem solchen Virus belegt hat, dass alle Daten, wichtige Daten, die Wissenschaft beinhalteten, alle vernichtet wurden. Ich weiß nicht, wer es ist. Allah weiß es. Allah weiß über alles Bescheid, was die Kuffars und was wir als Muslime hier auf dieser Erde machen. Weil wir stammen alle von Allah. Und kein Mensch kann sagen, er stammt nicht von Gott. Dann soll er sagen und nachweisen, woher er dann stammt. Vielleicht doch vom Affen. Liebe Brüder im Islam, ich danke allen Brüdern und Schwestern, die mich zurzeit unterstützen, die mich abholen, zur Moschee fahren, weil ich kann mit dem Rollstuhl nicht alleine hinfahren. Ich komme nicht die Treppen hoch und komme auch nicht alleine auf die Toilette, sodass Brüder mir immer behilflich sind. Und Allah möge sie alle segnen, ihre Familie segnen, und ihnen viel Barakallah auf Fikum geben. Alhamdulillah. Und liebe Geschwister, übrigens, der Bruder sucht auch eine behindertengerechte Wohnung, eine rollstuhlgerechte Wohnung. Das heißt also, sie sollte
ja, rollstuhlgerecht sein. Die Vermieter wissen damit, denke ich, besser als ich selber, was damit gemeint ist. Es sollte natürlich jetzt im Erdgeschoss sein, sodass man dann nicht Treppen hoch muss, und sie sollte etwas geräumig sein, sodass man sich auch drehen kann im Bad mit dem Rollstuhl und so weiter und so fort. Alhamdulillah, wir haben durch einige fleißige Geschwister jetzt hier auch 5 Wohnungsangebote dabei, und es kann aber sicherlich nicht schaden, wenn ihr uns noch ein paar Wohnungen, die also auch treffend dazu sind, zukommen lässt, damit der Bruder inshallah vielleicht mehr Auswahl hat. Man hat schon gesehen, die eine oder andere Wohnung hatte dann doch ein schimmeliges Bad, und das macht dann ja keinen Sinn, dort einzuziehen. Also von daher, kontaktiert uns ruhig weiter und spendet auch weiter, denn es gibt sicherlich auch noch einige andere Geschwister hier in Deutschland. Wir bekommen ständig Anfragen und ständig Hinweise, und wir können natürlich nur so viel helfen, wie die Leute also auch zu diesem Projekt spenden. Barakallahu fikum, jazakumallahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas schenken. Amin. Allahumma amin.